Dinge beim Hessentag. Knapp 2,5 Monate davor. Was ist aktuell Stand der Dinge? Ja, wir sind mit Hochdruck dabei, jetzt die ganzen Flächen herzurichten, die Infrastruktur zu schaffen für das große Fest auf 2,5 Kilometer Veranstaltungsfläche vom westlichen Stadtrand, von den großen Parkplätzen bis in die Altstadt hinein, bis zum Bernhofer Torplatz. Wird es 10, 12 verschiedene Veranstaltungsschwerpunkte geben, die mit Strom, Wasser versorgt werden wollen, wo die Geländeplanung erfolgt, die Sicherheitsplanung muss erfolgen. Das ganze Absperrzufahrtssystem ist zu regulieren. Wir haben also wirklich jeden Tag volle Kanne zu tun. Nennen Sie uns doch mal einige Veranstaltungshighlights beim Hessentag. Ja, die jetzt im Moment bekannten Highlights sind natürlich die großen Musikveranstaltungen in der Continental Arena, wo wir 7 Open-Air-Konzerte haben. Gleichzeitig haben wir aber auch im Festzelt 10 konzertante Veranstaltungen. Auf der Freilichtbühne ist jeden Abend was los. Und dann gibt es natürlich im HR-Treff, im Polizeibistro, im Festzelt der Bundeswehr, bei der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege ein tägliches Programm, genauso wie auf den diversen Open-Air, kleinen Open-Air-Bühnen, Aktionsbühnen in der Altstadt, am Haus der Musik, der Radio-Bob-Bühne oder in der Weindorf-Bühne. Vielleicht mal eine Frage speziell, was gibt es für Kinder auf dem Hessentag? Ja, für Kinder haben wir natürlich ein ganz besonderes Highlight, nämlich das Kinderland, das DM-Kinderland auf dem Sportplatz auf der Hauer, wo in vielen Zelten viele Spielstationen aufgebaut sind. Es wird in einem größeren Veranstaltungszelt kleinere konzertante Veranstaltungen, Vortragsveranstaltungen, Lesen, Spielveranstaltungen geben. Der Hessentag ist ja schon sehr präsent in der Berichterstattung natürlich, aber auch wenn man durch die Altstadt fährt, kann man den Hessentag ja schon erleben und sehen. Wie denn? Ja, erleben einfach dadurch, dass die Altstadt sich ungeheuerlich aufgerüstet hat und zu einem wirklich immer schmuckeren historischen Städtchen wird. Über 80 Gebäude in der Altstadt wurden mit Hilfe der städtischen Fördermittel saniert, wurden auf Vordermann gebracht, wurden hübsch gemacht und wir haben natürlich dann noch ein paar Großbaustellen, zum einen die Renovierung der Fußgängerzone und natürlich unseren Bahnhof, der bis zum Hessentag wirklich behindertenfreundlich, barrierefrei und besucherfreundlich hergerichtet wird. Wenn jemand Fragen zum Hessentag hat oder sich mit dem Hessentag besonders beschäftigen möchte, Dinge kaufen möchte zum Hessentag, wo geht er hin? Ja, wir stehen direkt davor, hier vor unserem Hessentag-Shop, den wir seit einigen Wochen eingerichtet haben. Hier bekommt man neben Tickets und Informationen auch schon die ersten Giveaways, mit denen wir Giveaways und kleineren Mitbringsel, die jeder erwerben kann und damit auch gleichzeitig für den Hessentag werben kann. Und der Laden ist auch schon geöffnet, jetzt 2,5 Monate vor dem Hessentag? Ja, natürlich. Ich sage, seit circa 4 Wochen haben wir geöffnet, jeden Tag, jetzt ab 12. Das wird sich jetzt sogar noch verändern, dass wir dann also demnächst sogar ab 10 Uhr schon öffnen, bis in die Abendstunden hinein, sodass eben die Menschen hier einen Anlaufpunkt haben. Vielleicht werfen wir einfach mal einen Blick in den Hessentag-Shop. Ja, können wir gerne machen. Kommen Sie bitte mit. Hier sind wir schon in unserem Hessentag-Shop. Hier in der Vitrine sind die vielen kleineren Devotionalien ausgestellt. Das geht schon los mit einer fair gehandelten Hessentagsschokolade, mit Blumensamen, mit Pfefferminzdöschen, Frühstücksbrettchen, Briefmarken, Autokennzeichen, kleine Magnethalter. Natürlich dürfen nicht fehlen Tassen oder auch für die Kinder und auch natürlich für die Erwachsenen ein Memory-Spiel. Dazu haben wir natürlich die äußerlichen Sachen, T-Shirts, Fahnen und diverse andere Kleinigkeiten auch zu mitnehmen, die hier angeboten werden. Ja, hier ist einer unserer besonders beliebten Artikel, nämlich die Hessentagsbriefmarke, die es in ganzen Bögen mit 20 Stück hier zu erwerben gibt. Wir haben die als 70-Cent-Briefmarke und sie erfreut sich eben bei vielen Korbachern, Unternehmen, aber auch Sammlern größter Beliebtheit. Aber natürlich auch die anderen Dinge, wie unsere schöne Hessentagstasse, oder die Hessentagsschokolade sind sehr begehrt.
Ja, in unserem Hessentagsshop hier verkaufen wir natürlich nicht nur diverse oder die einzelnen Artikel, sondern wir sind auch Anlaufstelle für Informationen und insbesondere natürlich für unsere vielen 100 freiwilligen Helfer, die uns beim Hessentag unterstützen. Sei es jetzt an den einzelnen Aktionsbühnen, in den Zelten, als Informationsscouts, die durch die Straßen gehen oder in den Informationsständen arbeiten oder den Fahrdienst übernehmen für Künstler, für Beteiligte. Wir haben schon über 300 Anmeldungen da, aber wir können durchaus noch einige gebrauchen und deshalb jeder, der Lust hat, beim Hessentag mal 3, 4, 5 Tage zu helfen, der ist herzlich eingeladen. Nicht nur, dass er hilft, sondern wir bedanken uns natürlich auch mit einer entsprechenden Verpflegung. Es gibt Gratiskarten für Konzerte und natürlich, was nicht fehlen darf, ein gemeinsames Helferfest nach dem Hessentag, wo wir alle dann nochmal entspannt auf 10 aktionsreiche Tage zurückkehren. Welche Qualifikation muss ein Helfer denn mitbringen? Ja, helfen kann im Prinzip jeder. Jeder wird nach seinen Möglichkeiten eingesetzt. Wir haben braucht niemand eine Prüfung zu machen. Er muss einfach nur bereit sein zu helfen. Je nachdem, was er kann, kann er sich einteilen oder einrichten, bewerben für die einzelnen Fachbereiche. Also wie gesagt, keine besonderen Kenntnisse, einfach Lust am Helfen, Spaß am Hessentag, dann klappt das. Zum Thema Barrierefreiheit kann ich natürlich sagen, jedes große öffentliche Fest schreibt sich natürlich auf die Fahne, barrierefrei die Veranstaltungsorte anzubieten, sei es über die Anreise, sei es über die Veranstaltungsorte. Wir haben beim Hessentag natürlich noch die Besonderheit, dass wir einen Hol- und Bringservice für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit anbieten. Das wird im Wesentlichen unterstützt durch die Bundeswehr, aber auch durch weitere freiwillige Helfer. In Spezialfahrzeugen werden Behinderte im näheren Umkreis sogar zu Hause abgeholt oder eben von den Parkplätzen zu den einzelnen Veranstaltungsbereichen gebracht. Und ein wichtiger Grund für den Umbau des Bahnhofes war natürlich unter anderem auch die Barrierefreiheit, weil einzelne Gleise waren bisher nur über Treppen erreichbar und das wird jetzt über Aufzugsanlagen bei dem neuen Bahnhof viel, viel besser. Der Fahrdienst, also Bring- und Hol-Service, ist über eine zentrale Rufnummer, die dann in den Programmheften und im Internet bekannt gegeben wird, rechtzeitig vor dem Hessentag buchbar und dann auch kostenfrei nutzbar. Stichwort Programmheft, wann sind die Programmhefte verfügbar? Das gesamte Programmheft mit den über 800 verschiedenen Einzelveranstaltungspunkten wird nach heutigem Stand Ende April der Öffentlichkeit vorgestellt und steht dann auch in allen öffentlichen Bereichen oder auch in den Geschäften an Tankstellen, in der Umgebung, sogar bis, ich denke, in die weitere Umgebung nach Kassel zur Verfügung. Informationen darüber hinaus, wenn man nicht gedruckte Informationen, sondern die im Computer lesen will, wo bekomme ich denn weitere Informationen über den Hessentag? Ja, wie bereits jetzt schon, gibt es natürlich auch während des Hessentages unter unserer Hessentagsseite hessentag2018.de alle Informationen. Da gibt es auch das Programmheft zum Downloaden oder zum Speichern auf dem Smartphone, sodass man überall unterwegs immer aktuell die Informationen zur Verfügung hat. Ja, was natürlich auch eine wichtige Frage ist, wie komme ich zum Hessentag nach Korbach? Wenn wir viele 100.000 Gäste erwarten, haben wir uns natürlich schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, Gedanken gemacht, wie wir das gehandelt kriegen. Korbach ist in der glücklichen Lage, einen starken ÖPNV anbieten zu können. Aus 3 Richtungen haben wir Bahnverbindungen, die dann auch während des Hessentages jeden Tag bis nach Mitternacht im Stundentakt fahren werden, um die Menschen zum und vom Hessentag wieder nach Hause zu bringen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Busverbindungen für die Richtungen, wo wir jetzt keine Bahn haben und was natürlich nicht fehlen darf, die Parkplätze. Wir haben 2 große Parkareale, zu denen dann die Besucher aus den verschiedenen Richtungen geführt werden und dann direkt am Hessentag aussteigen können, direkt an der Landesausstellung am Festzelt und dann über die Hessentagsstraße alle Veranstaltungspunkte erreichen.